Und seht ihr, was ich sehe? Wir haben hier zwei Grabungspunkte am Boden und diese Tür, die führt laut Karte irgendwie ins Nichts. Sehr merkwürdig. Aber gut, dass ich mir meine Punkte aufgehoben habe. Eine alte leere Urne. Okay, das klingt jetzt nicht unbedingt nach der Jackpot-Ausbeute, aber okay. So, und hier werde ich jetzt, glaube ich, den Buddelzähler leer machen. Dieses zerfallene Pergament bringt mir irgendwie nicht wirklich viel. Oh, rauer Luftgeiststein. Das klingt irgendwie total selten. Ich weiß nicht, ob das auch selten ist, aber es klingt so und das ist schon mal gut. Okay, Mama, Papa, oh, irgendwas passiert, glaube ich. Rush? Dad! It's good to see you, son. Dad, Arena's been... Yes, I know. You're the Marquis of Athlum. What's that? This is what Arena's kidnappers are after. This tablet can put remnants into a deep slumber. It was developed by your mother. Where is she anyway? She's out there, luring them away from this. What? Don't worry. With this, getting Arena back should be a snap. Your mother will be back soon. You've done well, Rush. We're going to be fine. I hope so. You can get caught up later. Let us return to the embassy. Dad, it's okay. You're not alone anymore. I know. Thanks, kiddo. Don't touch it! You cannot escape that easily, John Sykes. What did you do to him? Hand over the tablet, or he dies. And come and get it! Thank you.
How's my dad? His life is not in danger, but it looks like he is in a coma. There's no telling when he'll wake. I'll bet he was cursed. We need to track down that mage post haste. I believe he's the only one who can save Dr. Sykes. Wagram. If only I knew where Mom was. That reminds me. Do you remember what Dr. Sykes told us earlier? About Ms. Marina luring away the others? What did he mean by that? I'm at a loss. I think I may have an idea of her whereabouts. Really? A fine time to tell us. I must ask a favor. I wish to seek her out in the company of Rush, and Rush alone. Just the two of you? Yes, my lord. Would you care to explain why? I see. Lord David! You have been a faithful servant to Athlum for many years. I place my trust in you. Lord David. Rush. Watch over her. She is not as tough as she appears to be. Gotcha. Let us return to Athlum. There is much to be done. Yes, my lord. Rush, know that your father is in good hands. I know. Thanks. I will see you back in Athlum. Tja, sehr merkwürdig das alles. Sag jetzt bloß, dass wir jetzt wirklich nur mit ihr komplett alleine sind. Nö. Also unsere Verbände sind jetzt immerhin noch beisammen. Würde mich jetzt aber trotzdem interessieren, warum Emma mit uns alleine jetzt nach ihr suchen möchte. Beziehungsweise, warum wir jetzt trotzdem die alle noch bei uns im Verband mit drin haben. Also das ist jetzt in meinen Augen ein bisschen widersprüchlich. Na, wir sprechen mal mit ihr. Bist du bereit? Nee. Okay, aber beeil dich. Kommst du mir zurück, wenn du bereit bist? Ich weiß gar nicht. Wird sie dann mit uns einen komplett neuen Ort aufsuchen? Oder mündet das jetzt schon wieder in irgendeinen Kampf? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ein paar Kleinigkeiten kann ich jetzt hier aber erstmal erledigen. Wartet mal, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Nee, wartet mal, wir gucken, da wir jetzt hier sowieso bei der Gilde stehen, schaue ich mal erstmal, ob wir nicht vielleicht ein paar Gildenmissionen jetzt inzwischen abgeschlossen haben. Und was ich danach machen kann oder definitiv machen werde, ist nach Balterossa zu reisen und gucken, ob wir da noch unsere ganzen Nebenquests haben. Sehr schön. Erlange 4 Passionsblüten haben wir erledigt. Super. 3x Plan 1 und 2600 Ocken. Gruppenmitglied mit Stärke plus 30. Auch das haben wir erledigt. Und nochmal saftig Kohle für uns. Sehr, sehr schön. So, ich glaube, die brauche ich mir mal alle gar nicht anzugucken, denn gezielt werde ich auf die wahrscheinlich sowieso alle nicht hinarbeiten können. Das läuft ja dann immer eher... Guck mal, hier, ein seltenes Monster im großen Sandmeer. Ich habe es doch gesagt, das wird aber mit Sicherheit nicht das einzige sein. Tabazin oder Sinn des Feldherren. Vielleicht sollte ich mir das irgendwann mal notieren, was die hier für Waffen haben möchten. Weil das ist so das Einzige, was ich vielleicht aktiv auch beeinflussen kann. So, wartet mal, das war doch immer die... guck mal, wir haben neue Rezepte. Die sollte ich mir vielleicht alle mal
vom Fleck weg kaufen, da ich ja immer noch befürchten muss, dass ich die auch nur hier bekomme. Das war jetzt nicht wenig Geld, was ich da gerade ausgegeben habe. Ach, guckt mal, Stahlerz können wir hier auch bekommen. War das schon immer so? Ach, keine Ahnung. Ich blicke hier sowieso nicht durch. Das ist jedes Mal irgendwie viel zu viel Input. So, und wir werden jetzt im Grunde genommen sowieso eigentlich alle Orte nochmal ablaufen müssen, um zu gucken, ob wir hier nicht irgendwelche neuen Nebenmissionen auch haben werden. Also als ich offline das hier alles mal abgelaufen bin, war vor diesem Hauptstory-Teil, den wir gerade hatten, hier noch nichts und daran hat sich auch nichts geändert. Auf Baltarossa bin ich jetzt verdammt gespannt. Ich werde jetzt, glaube ich, auch... Ich glaube, hier habe ich sowieso nichts mehr zu erledigen. Ich will auch in Baltarossa mein Kram verkaufen, weil da gab es einen Händler, der hatte... Ah, okay, die Katakomben. Obwohl die Katakomben nicht mehr benutzt werden, behaupten manche, sie würden Schreie aus dem Inneren hören. Hm, Kräuter lernen oder mein bisheriges Wissen? Vervollkommnen. Was meinst du? Vervollkommnen? Was ist das denn für ein Wort? Habe ich ja noch nie gehört. Ist das ein Fehler? Ah, okay. Probier etwas Neues. Wir wollen Pagus, oder? Aber Pagus hat schon so gute Heilzauber. Aber wenn er Kräuter kann, dann... Kräuter impliziert ja nicht nur Heilung. Das impliziert ja auch, dass er vielleicht irgendwann wiederbeleben kann mit Kräutern. Aber wenn er sich auf Bekanntes konzentriert, dann wird er vielleicht irgendwann mal einen Zauber lernen, der wiederbelebt, oder? Ach, Leute, ich bin doch überfordert. Probier etwas Neues, komm. Ich habe das Lernen stets geliebt. Heilzauber lernen oder das, was ich schon kenne, verbessern. Was meint ihr, Rush? Oh, Heilzauber, definitiv, bitte Heilzauber. Wie ihr meint, das sollte hilfreich sein. Ja, das sehe ich genauso. Rush, ich brauche dringend folgendes, Colossus Bulk. Ja, das habe ich vor nicht allzu langer Zeit schon gesehen, liebe Emma. Aber ich weiß nicht, wo wir das aufgabeln sollen. Ja, diese Schuppe, wie auch immer man das aussprechen soll, holen wir dir auch irgendwann, lieber Torgeil. Ja, Fleischfresserfragment willst du auch schon seit gefühlt 10 Jahren. Alles klar. So, noch jemand? Was machst du hier, Rush? Ich dachte, Emma und du wärst auf dem Weg, deine Mutter zu besuchen. Ja, jetzt mach mal halblang da. Wie? Wir sind doch hier total schnell zu Fuß. Jetzt habe ich nämlich total Bammel, dass jetzt unsere ganzen schönen Nebenmissionen von vorhin alle weg sind. Aber das wird das Spiel uns doch hoffentlich nicht antun, oder? Nein, so gemein bist du nicht, liebes Spiel. So gemein bist du nicht, euch trau mich gar nicht hinzugucken. Okay, hier unten, der Xidi hat auf jeden Fall die Mission noch eher, oder sie hier leuchtet auch noch rot. Dann hier oben der Archäologe, ja, der hat auch noch seine Mission und Jürgen ist auch noch da, Gott sei Dank. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt hier nichts ausgelassen, oder? Nee, okay, super. Das heißt, alle Nebenmissionen sind noch aktiv. Oh, achso, nee, Setmon ist auch hier. Seht ihr, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Hallo? Total die Tomaten auf den Augen. Okay, also diesen Kampf da, diesen Yana-Kampf mit den ganzen Nitox da bei Setmon, diese Mission, die juckt mir irgendwie ein bisschen in den Fingern. Also irgendwie gebe ich mich damit nicht zufrieden. Also die werde ich auf jeden Fall nicht ewig weit aufschieben. Das probiere ich irgendwann in naher Zukunft nochmal. So. Amos will ich nicht. Hier haben wir... Ich weiß gar nicht, sind in den ganzen Gilden diese ganzen Quests immer die gleichen? Ich glaube, in den Sondergilden gibt es dann immer irgendwie abweichende... So wie in Cela Palais in der einen, die wir ja freigeschaltet haben. So, aber viel spannender ist jetzt hier in Baltarossa, dass ich ja was verkaufen möchte. Rush, mein Junge, ich benötige Folgendes. Können wir das besorgen? Kralle. Also Kralle klingt jetzt irgendwie nicht so speziell und auch nicht so schwer aufzugabeln. Wartet mal. Konnten wir die Kralle nicht sogar irgendwo kaufen? Ich weiß das nicht mehr. Oh, guck mal, das ist neu. Alpaka-Wollstoff gab es vorher definitiv nicht. Ich verstehe nicht, warum da dieses Handelswarenzeichen nicht ist, aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit darüber noch eine Liste erstellt und sehe das hier zum ersten Mal. Ja, okay, hier will ich das nicht verkaufen. Wo ist denn der Händler, der so viele versteckte Sachen hier noch hatte? Vielleicht sollte ich auch mal überlegen... Jetzt mal, was ist denn beruhigendes Kraut? Das ist nur Verstärkung, ne? Nee.
Guck mal, das beruhigende Kraut. Davon habe ich 0 Stück. Ist auch für Belebungskraut gut. Aber das ist doch Quatsch, weil ich habe ja von dem Ruheblatt 10 Stück. Ach, ich werde mich jetzt hier nicht auf so einen Quatsch hier versteifen. Am Ende haue ich jetzt hier haufenweise Geld raus. Genau, das hier meinte ich. Guck mal, hier haben wir 4 ausverkaufte Handelswaren. Und ich wette mit euch, dahinter befinden sich ganz schön schicke Waffen. Das heißt, wow, guckt mal, der Riesenkäfer, der gibt uns über 1000. Wow, alter Falter, das ist eine ganze Menge an Kohle. Aber auch diese Todesklauen haben sich richtig rentiert. Guck mal, was wir hier an Geld machen. Und dann noch 6-mal die Pest verkaufen. Oh, das ist ein Geldsegen, den wir momentan verdammt gut gebrauchen können. Na gut, wann kann man das nicht in diesem Spiel, ne? Und guck mal, schon haben wir eine neue Waffe. Sehr schön. Wir müssen den Ort also nicht verlassen. Das wird sofort freigeschaltet. Sturmwind hatten wir vorher nämlich noch nicht. Ist leider City-spezifisch, wird also für uns jetzt nicht in Frage kommen. Aber das ist sowieso auch wieder so eine Frage, die ich mir stelle, ja? Warum sollte das denn jemand kaufen? Man weiß doch im Vorfeld nicht, ob die Xite, die man jetzt mit sich in der Mannschaft hat, ob die das dann überhaupt nehmen werden. Ja, das ist echt ein bisschen blöd gemacht, wie ich finde, weil ich schon gerne auf die ganze Waffenvielfalt hier zurückgreifen würde, aber das irgendwie nicht kann. So, weil ich eben nicht weiß, was hier bestimmte Waffen bewirken oder nicht bewirken. Was wir jetzt noch machen, und das mache ich jetzt nochmal mit euch zusammen, das wäre Cella Palais einen Besuch abzustatten, denn da werde ich mir definitiv die gute Violet jetzt beschaffen. Das klingt irgendwie so disrespectful, ja. Ich beschaffe mir diese Frau. Das klingt, als würde ich von einer Hure sprechen. Aber nein, wir sagen einfach, ersetzt bitte das Beschaffen durch Anheuern, ja. Das klingt doch gleich viel edler und viel unverfänglicher. Schauen noch mal ganz kurz hier nach, ob wir hier eventuell noch eine neue Quest im Angebot haben. Ist ja auch keine kleine Kneipe hier in Cella Palais. Außerdem war das nicht die, wo hier immer dieser Baron Nilsson rumstand. Aber gut, ich glaube, dieser Handlungsstrang, den haben wir eh abgeschlossen. Dadurch, dass wir Violet ja jetzt schon anheuern können, glaube ich nicht, dass wir noch weitere Nebenmissionen im Zusammenhang mit ihr und ihrem werten Baron haben werden. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal in diese geheime Hinterstübchen-Gilde hier. Vielleicht haben wir sogar die ein oder andere Gildenmission noch abgeschlossen. Auch darüber bin ich überhaupt nicht mehr im Bilde. Ich frage mich auch, ob in dieser Gilde manchmal jemand steht, der vielleicht einen Auftrag für uns hat. Guckt mal, da ist sie schon, die gute Violet. Ihr könnt euch ja mal kurz angucken, was die so kann. Die hat den Prügel des Kriegers, die kämpft mit einem Zweihänder. Und sie bringt den Doppelschlag und Stärken mit. Und also sie wird wahrscheinlich im weiteren Kampfverlauf dann ihre Zweihänder-Attacken auch weiter verstärken. Und guckt mal hier, das stachelige Landwurmbein, davon haben wir sogar ein paar. Im Grunde genommen haben wir, glaube ich, alles, was sie jetzt hier momentan benötigt an Items. Und dadurch, dass sie diesen Heilzauber-Slot hier schon freigeschaltet hat, gehe ich mal davon aus, dass sie sich auch zu einer ganz guten... Heilerin mausern wird. Also das sind jetzt so meine Hoffnungen. Sehr schön. Guck mal, 4 Mystic-Monster-Reißzähne haben wir bekommen. Und 2-mal Plan 2 und nochmal Geld. Sehr, sehr schön. Also hier sollten wir ab und an auch mal vorbeischauen. Guck mal hier, wartet mal, Lavagrube. 5 Aasgeier, ja, genau. Das heißt, da werden wir Vögel finden in der Lavagrube. Ich mag keine Vögel. Nicht in diesem Spiel, da nerven die einfach nur. Es gibt andere Spiele, da sind die echt harmlos, ja. Aber irgendwie... Ja, irgendwie erleidet man hier in diesem Spiel ein absolutes Vogeltrauma. Ihr habt diese ganzen Bosse, auf die ich anspiele, so in der Form alle ja noch nicht gesehen, ja. Diese richtig harten Gegner, die kommen ja allesamt noch. Aber ihr werdet... glaube ich, nicht mehr so lange warten müssen, bis ihr versteht, was ich meine. Oh, der hier ist neu. Oder sie, das ist eine Frau. Die muss ich dann gleich mal wieder in meine heilige Excel-Bibel mit aufnehmen. Die werde ich jetzt erstmal nicht kaufen. Ja, und der gute Gabriel. Guckt mal, was der schon alles kann. Ja, der hat Einhänder, auch genau wie wir. Der kämpft genauso wie Rush mit seinem Kampfstil. Und der ist aber total der Kräuterexperte. Der hat sogar Belebungskraut 2 und Heiltränke kann er auch brauen. Ach, soll ich den nicht einfach kaufen? Soll ich den nicht einfach kaufen? Aber dafür hatte ich hier, glaube ich, verdammt hohe Anforderungen. Ich glaube, davon fehlt uns eine ganze Menge. Wobei wir die Albikaut, die haben wir jetzt inzwischen schon...
Oh, aber wenn ich den jetzt kaufe, habe ich ja gar keine Knete mehr übrig. Ich kaufe den trotzdem. Ja, mein Einwand klang gerade total authentisch, wenn ich das kurz danach direkt übergehe. Ja, musste jetzt einfach mal sein. Ich muss dann später gucken, dass ich diese Fei, keine Ahnung, wie man das ausspricht, dass ich die dann nicht vergesse, mir hier zu notieren. So, was können wir jetzt sonst noch erledigen? Hier sind wir in der Bar ja gewesen. Ich könnte noch mal kurz in Atlum vorbeischauen. Wobei, Atlum ist ja sowieso unser nächster Zielort, ne? Oder? Was ist jetzt eigentlich unser Ziel? Ist unser Ziel jetzt hier nach Atlum zu gehen in die Burg? Oder jetzt mit Emma weiterzureisen? Ich glaube, das Weiterreisen mit Emma. Ich guck mal kurz erstmal trotzdem hier noch mal nach, ob wir hier noch irgendwas Neues haben. Und wenn nicht, dann werde ich der Burg einen ganz kurzen Besuch abstatten. Aber ich gehe mal davon aus, dass da nicht großartig was passieren wird, solange wir das mit Emma noch nicht gemacht haben. Na, weil wir sind ja mit der Truppe so verblieben. Lord Davi hat ihr ja die Genehmigung gegeben, dass sie alleine mit uns reisen darf. Ich hoffe, dass sie uns irgendwann... Guck mal, das ist das, was ich meinte. Loki steht hier vor und gammelt rum in seiner gebuckelten Haltung. Was zur Hölle wollt ihr? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Solange ihr mir kein Geschäft anzubieten habt, verschwindet ihr besser. Oh Gott, mir fällt gerade ein. Ich weiß gar nicht, ob Loki nicht auch so ein Charakter ist, über den man vielleicht irgendwelche Quests generieren kann. Irgendwie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, dass er auch dazu gehört. Ah, das darf ich zukünftig nicht vergessen. Oh Gott, Nora ist auch neu. Okay, wartet mal kurz. Ich muss mir das mal kurz aufschreiben, sonst vergesse ich das schon wieder. Also wir haben Nora in Atlum und die Feie oder Fae. Ach, pff, ich mag keine Mitstreiter, deren Namen ich nicht aussprechen kann. In Cela Palais, weil wenn ich das Spiel jetzt hier beende und mir dann die ganzen Videos hier bearbeite und so, dann werde ich schon wieder vergessen, wo ich... nach wem oder was Ausschau halten soll. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte in die Burg. Auf jeden Fall war diese Nora gerade ganz schön teuer. Da muss ich mir dann nochmal genauer angucken. Vielleicht werde ich die nächste Folge ja mit den Worten einleiten, dass wir einen neuen Mitstreiter haben. Ich muss ja überhaupt mal gucken, wie ich Violet überhaupt eingebunden kriege, ja, in unsere bestehenden Verbände. Ich nehme an, sogar Emma hat Angelegenheiten, über die sie mit mir nicht reden kann. Geh schon, Rush. Ich kümmere mich um deinen Vater. Das ist aber sehr freundlich. Vielen Dank. Emma mag wohl mit dir gehen, aber du solltest trotzdem sehr vorsichtig sein. Hinter jeder Ecke dort lauert Gefahr. Ich weiß ja nicht mal, wohin sie mit mir möchte, weil du von dort sprichst. Naja, werden wir ja bald sehen. Torgeil. Informationen, die sie Lord Davi nicht mitteilen will, das sieht Emma gar nicht ähnlich. Was könnte so wichtig sein, dass nur ihr zwei hingehen könnt, noch dazu an einen unbekannten Ort? Kein Zweifel, die Kämpfe, die du unterwegs auszufechten haben wirst, werden härter sein als alles, was du bisher erlebt hast. Bereite dich gut vor. Ja, aber ich verstehe das nicht, weil noch sind die Verbände ja... Okay, vielleicht sind die ganzen Einheiten alle weg, sobald ich dann mit dieser Mission anfange. Das kann natürlich auch sein. Hey Rush, halte Lady Emma nicht zu sehr auf. Klar, wenn du sie ärgerst, werden es nicht die Monster sein, von denen du dich fürchten solltest. Mach dir keine Sorgen um deinen Papa, okay? Ich werde gut auf ihn aufpassen, was immer auch passiert. Ach, wie fürsorglich ja alle sind. Ich habe eine Ahnung, wo Marina abgeblieben sein könnte. Wir haben uns einst gegenseitig etwas versprochen. Ich werde im Trados-Bereich in Elysion warten. Dort kannst du mich finden, wenn du bereit bist. Okay, ich kann mich aber jetzt irgendwie nicht so wirklich gut vorbereiten, weil ich gar nicht weiß, mit was für einer Mannschaft ich letzten Endes da jetzt überhaupt rechnen kann, ja? Nicht, dass ich dann mit ihr quatsche und dann sind wir da plötzlich nur noch zu zweit. Wie soll ich denn das dann bitte überstehen? Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, dass dann die ganzen Generäle eben weg wären, ja? Und wir dann mit den anderen Anführern oder Einheiten, die wir momentan mit uns tragen, das Ganze hier weiter nach vorne treiben müssen. Was auch in Ordnung wäre, ja. Überhaupt gar kein Problem. Nur ich will halt wissen, ob das jetzt nun so ist oder ob das nun doch ganz anders ist. Aber gut, das werden wir
dann in der nächsten Folge erst in Erfahrung bringen. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Oh, und schon wieder schließen wir mit dem hübschen Elysion ab. Lalalala. Ja, ich habe ja eigentlich versprochen, dass ich das nicht mehr so immer überbetonen möchte. Ich danke euch wieder einmal fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, Resttag, eine schöne Restwoche, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.